Und da taucht fucking Abby einfach in dem scheiß Theater wieder auf. Ich meine, ich wusste es ja, ich hab's ja schon mal gespielt, aber ey. Nee, einfach. Ich meine, man kann sie irgendwo verstehen, dass sie jetzt auf einmal wieder Rache will, weil wir natürlich auch ihre Freunde und Leute getötet haben. Und ist irgendwo auch von ihrer Seite aus nachvollziehbar. Aber weißt du, du willst eigentlich wieder da abhauen aus Seattle und ein paar Stunden vorher kommt die noch angerannt und. Ach. Scheiße. So, und ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen hier im Wald. Wir sind jetzt 4 Jahre. Ja. Bevor Dad, Abby. Komm schon. Ja, quasi. Mach das doch nicht andauern. Wachsen worden ist. Also quasi wie Ellie damals im ersten Teil. 4 Jahre in der Vergangenheit von Abby. Ja, und. Ich muss ganz ehrlich sagen. Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Wo steckst du? Mit Abby zu spielen ist anders. Ganz anders als mit Ellie. Und ich muss auch sagen, was Gameplay angeht. Ist natürlich gutes Gameplay und so, aber ich meine jetzt, dass man da jetzt unbedingt noch mit Abby spielen muss, das ist halt irgendwie, finde ich jetzt nicht so mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wo ich das erste Mal gespielt habe, ich habe halt wirklich so abgekotzt, weil ich absolut keinen Bock hatte, Abby zu spielen. Einfach weil man halt die Vorgeschichte von Ellie und Joel kennt und quasi mit Ellie die ganze Zeit so mitgefiebert hat. Und jetzt halt mit Abby, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, auf einmal gezwungen wird, mit der zu spielen. So. Ist halt scheiße. Dad! Okay, wie komme ich über diesen Zaun? Natürlich wieder eine verschlossene Tür, wie man es kennt. So. Ja, und. Wo war ich? Was hab ich gerade erzählt? Man weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Hier geht's rein. Eine Tanzlampe haben wir, ne? Ich habe nur gesehen, wie da irgendwas umgefallen ist, ganz langsam. Und dachte schon, da kommt jetzt irgendwie wieder was angekrochen. Die Taschenlampe haben wir nicht. Wollen wir da reingucken? Ne, lieber nicht, oder? Können wir auch gar nicht. Okay. Dann würde ich sagen, schmeißen wir eine Flasche durch. Hat geklappt. Gibt's hier noch mehr irgendwie? Das ist so die einzige Waffe, die wir gerade haben. Deswegen nehme ich die mal lieber noch mit. Ach so, okay. Eine Münze. Ja, mit Abby sammeln wir jetzt Münzen. Sieh mal eine an. 1978. So. Die Mülltonne, die gönne ich mir mal ganz kurz. Vielleicht komme ich aufs Dach. Vor allem ist es halt auch so assi, ne? Okay. So einen Cliffhanger zum Spiel einzubauen. Du bist eigentlich die ganze Zeit mit Ellie unterwegs. Auf der Suche nach Abby. Im Endeffekt findet Abby dich selbst. Also im Endeffekt findet Abby Ellie. Und dann fängst du erstmal wieder an, mit Abby alles durchzuspielen. Und für die Story ist es mega geil, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Die Story war dadurch richtig krass. Aber halt, wie gesagt, das mit Abby selber zu spielen macht eigentlich halt nicht so viel Bock. Wegen der Vorgeschichte halt. Für mich persönlich. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs. Sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du?
Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Oder der Vater von Ellie, Abby. Abby, Ellie, ja, kann mir aber passieren. Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. Wow, 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Da. Frische Spuren. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich habe dich gefunden. Ja, aber mit Schummeln. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Dad, hier ist irgendwas. Was ist denn das eigentlich? Sie hat schon entbunden. Ach so. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein. Das sieht doch gar nicht gut aus. Aber das sieht schon verdammt geil hier aus, ne? So mit der Sonne. Krass. Los, komm! Ja, ich bin unterwegs. Beruhig dich mal. Dad, warte! Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Erbs. Was? Wir müssen sie losschneiden. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt. Es steckt richtig tief. Erbs. Komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben bei. Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam. Okay. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Thank you.
Ellie wurde gefunden. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Wurde ich kurz unterbrochen, tut mir leid, aber es geht ja gleich weiter. Ich hoffe mal, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Das ist uns so blöd unangenehm. Okay. Wir haben es quasi gerade erfahren, Ellie ist angekommen. Der Vater von Abby ist der Chirurg, der Doktor, der die operiert hat und einen Impfstoff daraus entwickeln wollte. Ist der immer noch hier drin? Ist das? Abby, nicht hinten. Nein! 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 Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmor in der Hölle, Pendejo. Ich bring euch um! Wow, wow, was wird das? Manny, aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Was ist das? Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Schade. Erschießt du mich? Stopp! Das reicht.
Man muss, oder man muss nicht, aber ich kann das halt, nachdem man so das hier gesehen hat, schon nachvollziehen. Ruhig. Warum Abby Joel getötet hat, oder? Alles okay, Abs? Ja. Gefoltert hat. Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Mist, mein Nacken. Ja, und jetzt hey, sind wir halt... Danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja. Dagegen war Wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und... Ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Nee, ich meine nur, nachdem man jetzt so gesehen hat, was Abby eigentlich damals als, wie alt war die, 14, 15, durchgemacht hat, war halt im Prinzip das gleiche, was Ellie mit dann, ich glaube, 19 durchgemacht hat, mit Joel halt, weil Joel ja im Prinzip auch so eine Art Vaterfigur für sie war. Und im Prinzip sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Mit dem, was passiert ist, wie es passiert ist, mehr oder weniger. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Ach so. Er war ja, glaube ich, auch mit dabei. Also bei dem Tod von Abbys Vater. Stand da, glaube ich, im Hintergrund. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was. Con picante. Du kriegst, was du kriegst. Con picante. Aha. Es ist aber echt beeindruckend, was die WLF hier so aufgebaut hat, ne? Dieser Ska ist auf den Knien, ja? Er betet. Ich will ihn fesseln und mitnehmen. Und da zieht dieser Ding. Wenn man das sieht, wie viele Leute hier einfach sind. Scheiße. Ich spring zurück. Die haben ja komplette Fitnessräume und so eine Scheiße. Gut. Er war nicht tot. Hallo? Er hat noch 5 Minuten lang gerechnet. Ich meine, begeistert sehen die jetzt zum Großteil nicht unbedingt aus, aber. Ich freue mich auch, Abby. Ach, moin. Du Arschloch. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Seravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Er ist natürlich jetzt als Abby unser Freund, aber als Ellie ist er halt immer noch so das Arschloch von nebenan, ne? Wie oft musst du deine Messer schärfen? Die haben ja echt alles. Eine eigene Fleischerei, so gefühlt. Trick beim Wickeln ist, dass es fest sein muss. Guck mal, wo sollten wir denn jetzt was zu essen herholen? Von da drüben, oder? Hallo? Nee. Oh, hier gibt's sogar Kinder. Na gut, okay, da war ja auch so ein Kindergarten. Beziehungsweise so eine kleine Schule. Grundschule auch genannt. Hey, Sir. Ah, Abby. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ach, hab's versucht. Er steht mir. Du bist horrible. Bueno, wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Ich
Den Vater habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen, also gar nicht, ne, angequatscht. Das war einfach Pech. Die Waffen sind zuverlässig. Okay. Die essen ja alle Brüche oder so, sowas. Sie glauben, wenn sie uns Sünder töten, wird die Welt wieder wie sie früher war. Wie ein Reset. Das können die doch nicht wirklich glauben. Ich meine, es ich guck mal noch kurz dahinter. So, überall Kleidung. Moin, moin. Hey, hast du diese Seife, die ich so mag? Die Kieferndinger. Tut mir leid, Abby. Hab gehört, nebenan gibt's eine neue Lieferung. Geh da morgen mal vorbei. Schade. Trotzdem danke. Okay, hier ist alles versperrt und dicht. Ah, muss ich mal ganz kurz rausfahren. Okay, hier ist gar nichts weiter. Gut. Dann holen wir jetzt mal was zu essen, ne? Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Kommt schon. Du bist so fein. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich glaub, dir gefällt's, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich, okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Wie haben die das Ding hintergespult? Das war doch jetzt nicht mal eine Minute, oder? Respekt. Zimmer 203. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Oha. Ach. Wissenschaftlerin, hm? Das sieht einfach mal krass aus. Einfach ein Fußballstadion oder was es ist. Oder mal war. Umgebaut zu... Ja, was ist das? Zu einer Festung eigentlich schon fast, oder? Ich meine, die haben ja... Strom... Ich weiß nicht, hier unten irgendwie so Felder und Wiesen für Tiere. Es ist schon beeindruckend. Beeindruckend, genau. Genauestens. So, hier noch was zum Mitnehmen. Ich mach das später. Jo, sehe ich auch so. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ich dachte vielleicht noch irgendwie eine Waffe oder so zum Einstecken, weißt du, aber leider nicht. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey.
bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Ja, die beiden haben halt so ein kleines Problem miteinander. Wie es mir so vorkommt. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Ah, er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Die ganzen Vorräte hier, die selber anbauen. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Und die Hunde. Jawohl. Perfekt. Wobei die ja mittlerweile auf unserer Seite sind. Also jetzt ist ja alles gut. Alice abmelden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Ja, sicher. Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bea. Ja, okay, da du so nett fragst. Hol den Wein. Ich meine, so sind die Hunde ja schon süß, ne? Wenn die nicht gerade versuchen, dich zu töten oder dir hinterher zu jagen. Kann man den noch streicheln? Ja. Wer ist ein guter Junge? Ja. Komm, einmal noch. Oh, das ist ja fies, oder? Los, wo? Wenn ich den hier rauswerfe, ne? Könnte ich machen, aber wär blöd, oder? Wär blöd. Ja, machen wir nicht. Komm, einmal noch. Alle guten Dinge sind drei und dann... Dann gehen wir. So, ich muss jetzt los. Aber es war schön mit dir. Habe ich dich gestern mit Jen gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, ihr gefällt es. Die ganzen Kühe, Schafe. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ich würde irre werden. Nee, das gefällt mir ja schon. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Bell 11 natürlich. Überall hängen. Was die hier so aufgebaut haben, ist stark. Hey, Abby. Hallo. Grüß dich. Müssen wir noch irgendwas unterschreiben? Nee. Ah, da war noch ein... Ach, ein Coin. Eine Münze. New Jersey. Cool, cool, cool. Ruhe und Frieden. Ich frage mich ja, wo die Namen her haben, die hier hingeschrieben haben. Ich meine, klar, das sind jetzt BLF-Leute, aber... Ob das Entwickler oder sowas sind?
Oder irgendwie Leute, die an dem Spiel mitgearbeitet haben? Na gut, ich kann das sowieso nicht richtig lesen, aber der Wille zählt ja. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Ja, sehr. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Du Arschloch. Was soll das? Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. So. Oh, hier sind noch Vorräte. Ist etwas eingerostet. Sag mal, suchst du Stress oder was? Die Munition nehmen wir noch voll. Die ist voll, die ist voll, okay. Können wir sonst noch irgendwie Handgranaten oder irgendwelche Bomben mitnehmen? Ne, hier ist Munition, das ist schön. Okay. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer Putzdienst. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Bronn. Ja, dann let's go. Oh, mit Controller, das wird ganz böse. So, kann man... Okay, ich hab's. So, nochmal schön den Kopf. Punkte. Moin, moin. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Safe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Oh ja, das... Da hat man Bock drauf. Aber macht denn das so viel Sinn hier, die Munition für sowas zu verballern? Ich meine, in der Apokalypse, aber das darf man wahrscheinlich nicht so hinterfragen, ne? Gehen wir zur Basis. Aha, da kommen wir jetzt wieder voll machen. Perfekt. Warten wir direkt nochmal nach. Ja, und zwar machen wir das dann, denke ich mal, beim nächsten Mal. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. So, ich gucke jetzt nochmal, gibt es noch was wir machen können. Nee, ich würde jetzt die Folge an der Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir machen dann beim nächsten Mal an der Stelle hoffentlich weiter, wenn es das Spiel gespeichert hat. Das weiß man nicht, aber ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.